Hallo, hier ist der Michael von Digital Minds Photography. Und hier ist der Frank von FT Fotografie. Und wir haben zusammen ein tolles Hotel-Shooting organisiert und heute haben wir uns wieder zusammengesetzt und werden einfach ein paar Sachen zum Aufbau erzählen, zur Organisation und natürlich zur Durchführung. Genau. Ja, wir hatten prinzipiell Samstag und Sonntag zur Verfügung. Das war ein ganzes Wochenende. Und wir hatten am Samstag 3 Models und eine Make-up-Artistin und am Sonntag 2 Models und eine Make-up-Artistin. Und wir hatten am Samstag prinzipiell Fashion-Bilder geplant. Wir hatten ein Couple-Shooting und hatten natürlich auch Dessous eingeplant. Und ja, es war die Lisa, der Eric und die Ivy. Als Model, genau. Und als Make-up-Artistin haben wir die Eva gehabt, die ein wirklich tolles Make-up gezaubert hat. Zum ersten Mal. Ja. Mit ihr zusammengearbeitet. Ja, ebenfalls. Top. War echt super, ja. Ja, was fällt dir dazu ein? Was kannst du uns dazu erzählen? Ach, ich erzähle einfach mal so ein bisschen über die Organisation, oder? Mhm. Wie wir überhaupt dazu gekommen sind. Genau, wir haben uns kennengelernt. Ich weiß gar nicht mehr. Wie? So lange kennen wir uns noch gar nicht. Ein halbes Jahr maximal? Viel kürzer. Auf jeden Fall haben wir uns dann, also es hat gepasst und haben wir uns gedacht, okay, vielleicht machen wir mal was zusammen. Genau. Dann ist der Michael auf mich zugekommen, hat gemeint, du, wie sieht's aus? Hotel-Shooting, wollen wir da mal irgendwie was zusammen? Dann habe ich gesagt, klar, warum nicht? Ist immer gut mit anderen Fotografen, anderen Leuten Sachen zusammen zu machen. Ja, und ja, dann haben wir angefangen zu organisieren. Haben wir mal so ein bisschen eine grobe Idee gehabt, was wir überhaupt umsetzen wollen zusammen. Naja, ich meine, bei so einem Hotel-Shooting liegt auf der Hand, du hast ja schon gesagt, Fächen. Wir hatten auch noch ein bisschen High-Fächen geplant, aber ja, das war dann doch, also wir waren sehr spontan, sagen wir mal. Das war richtig. Also sehr flexibel, weil das ist jetzt schon eine Weile her, wo wir es gemacht haben, aber das war schon echt hardcore, extremst eng. Also ihr müsst euch vorstellen, wir fangen mal von Anfang an. Also der Michael hat dann Kontakt mit dem Hotel aufgenommen. Genau, ja. Und das war eine zähe Angelegenheit, glaube ich, am Anfang. Ich habe davon gar nicht so viel mitbekommen. Prinzipiell, das Hotel macht normalerweise keine Fotoshootings oder hat zumindest das nicht eingeplant gehabt. Und also das Hotel schon, aber sie möchten es ging dann im Endeffekt über 2 Wochen hin und her. Schlussendlich hatten wir dann doch einen ziemlichen Erfolg. Und ja, dann gab es eine Zimmerbesichtigung einmal. Da haben sie uns ein größeres Zimmer gezeigt, was wir dann im Endeffekt hatten. Genau. Und als wir dann im Endeffekt im Zimmer standen oder eigentlich wo die Tür aufging, an dem Tag, wo wir das Shooting hatten, war eigentlich die Sache so, das hat uns dann schon ein bisschen... Hat uns so leicht geschockt, weil, wir müssen noch dazu sagen, also als wir dann das Hotel hatten, haben wir natürlich erstmal angefangen auszuschreiben, weil wir haben erstmal die Models gesucht, wir haben 2 Tage geplant, wir hatten 5 Models insgesamt, ein männliches, 4 weibliche, wir haben dann beide ausgeschrieben, ne? Ja. Daraufhin haben wir eine Menge Bewerbungen bekommen. Letztendlich ist es aber darauf hinausgelaufen, dass wir tatsächlich 3 Models hatten, mit denen zumindest ich schon mal geshootet hatte. Mhm. Und dann die Alexa noch dazugekommen ist, sondern nur von diversen Fashion-Shows halt so gekannt habe. Und wir eh immer ein bisschen im Gespräch waren und zusammen was machen wollten. Ja. Hat sich ergeben. Die Eva, unsere Make-up-Artist Samstag, die war zum ersten Mal dabei. Genau, richtig. Ja. Ja, haben wir ja vorhin schon gesagt, nochmal einen Daumen hoch, super Arbeit, also unbedingt mal anschauen, was die so macht. Wir werden euch das alles verlinken. Genau. Ja, und dann haben wir unsere Models gehabt und dann sind wir in das Hotel rein. Ja, voll gepackt mit unserem Equipment. Also erste Tag. Du hattest prinzipiell ein ganzes Auto voll, wir hatten auch das ganze Auto voll mit Kran und allem möglichen. Das gehört eben halt dazu. Genau. Ja, und wir standen dann praktisch vor dieser Zimmertür und die Zimmertür ging auf und wir haben uns so gedacht,
Also das Zimmer war echt, echt, echt klein. Genau, ne? Und hier kommt der erste Tipp. Wenn ihr mit einem Fotografen zusammenarbeitet oder mit einem Fotografen-Team, weil Digital Minds sind ja drei Leute, ja, sprecht euch vorher ab, was wer mitbringt. Ja? Genau, also richtig, die haben natürlich ihr ganzes Filmequipment dabei gehabt und so, das ist schon eine coole Sache gewesen. Aber letztendlich haben wir alles doppelt gehabt. Ja? Blitze, gut, Kameras hat sowieso jeder seine eigene. Ne? Wir haben Softboxen dabei gehabt, wir haben alles dabei gehabt. Ich habe, ach Gott, ey, ich habe eine 120er dabei gehabt, eine Octabox, die ich eigentlich übers Bett hängen wollte. No Chance. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Wir kommen da rein, machen die Tür auf. Wir waren 8 Leute, wenn ich mich nicht täusche. Die beiden Models, also der Erik, Gott sei Dank, das männliche Model, hatte nicht so viel dabei, aber die beiden Mädels, vor allen Dingen die Lisa, weil die war nämlich auch noch für den nächsten Tag geplant, genau, richtig, hatte Koffer dabei. Der Koffer, ja, und die Eva genauso. Und die Eva mit ihrem ganzen Schminkzeug und dann stand da ein einziger Tisch drin und wir haben nur gedacht, okay, Halleluja. Das kann ja ein Spaß werden. Naja, auf jeden Fall haben wir uns dann arrangiert und es ist auch super gelaufen. Ja. Ja, nach diesen anfänglichen Schwierigkeiten zumindest. Ja, prinzipiell, wir haben schon so ein bisschen gebraucht, bis wir das Ganze umorganisiert haben. Okay. Eh ganz klar, ja. Aber ich glaube, wir haben das wirklich, wirklich extrem gut gemeistert. Mhm. Wir sind beide dann wirklich, haben geschaut, wie wir das am besten einteilen, wo wir den Platz hinpositionieren, dass wir fotografieren auch können und so. Ihr müsst euch das, ihr müsst euch immer so vorstellen, wenn ihr die Bilder seht, dann seht ihr ja nur die Bilder, die wir bearbeitet haben. Natürlich, wenn ihr wüsstet, wie es da rundherum ausgesehen hat, das war der... Ja, das werden wir einblenden, Das war der... Haben wir da Bilder von? Natürlich. Ah, ich habe da kein einziges Bild von, glaube ich. Doch, ich habe auch ein paar Making-ofs gemacht, aber da war es nicht so, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Also, ich habe ein Bild von der Ivi gemacht, wo ich mich bis heute noch frage, wie habe ich das Bild eigentlich geschossen? Aber es hat was Gutes, man hat wieder echt eine Menge gelernt, vor allen Dingen auch die Flexibilität, Kein Witz, also ich meine, das Bild ist super, ist einer meiner Lieblingsbilder aus dieser ganzen Strecke, aber wie ich das geschossen habe, ich weiß es nicht mehr. Irgendwo da zwischen den Koffern und zwischen dem ganzen anderen Kram habe ich einfach mal auf den Auslöser gedruckt. Vorteil ist natürlich, dass ich mit Ivi schon des Öfteren geshootet habe, genau, also von richtig. Daher. War bei mir bei den Bildern von Erik und bei der Lisa ebenfalls so. Also wir haben dann wirklich geschaut, dass wir extrem viel Platz machen, damit wir genau dieses Bild auf 24 mm eben halt drauf bekommen. Ja. Und also man muss schon wirklich flexibel sein, gerade wenn man nicht nur eine größere Gruppe ist, sondern eben halt auch einen anderen Fotografen oder eine neue Make-up-Artistin und so weiter hat. Man kann das nicht sagen, okay, ich habe die Ideen im Kopf und genauso müssen die umgesetzt werden, sondern das wäre auch gar nicht gegangen. Ja. Ich hatte meine Moods, die habe ich auch vorher dann, wir haben eine Facebook-Gruppe aufgemacht, wo wir alle Leute reingepackt haben, die ist halt eine geheime Gruppe, könnt ihr euch auch vielleicht mal merken, dass wenn ihr sowas organisiert, ich mache dann immer gerne Facebook-Gruppe auf, weil in so einem Gruppenchat, dann wird viel rumgespammt, da kommst du dann auch irgendwann mit dem Lesen nicht mehr hinterher, wenn du da mal irgendwie einen Tag oder was nicht online warst, dann hast du echt ein Problem. Deswegen haben wir eine Facebook-Gruppe gegründet, da habe ich halt die Mut so reingepackt, die ich so im Kopf hatte, ich glaube, ich habe nicht eins davon umgesetzt. Das mit dem Erik und der jetzt habe ich bald Ivi gesagt, mit der Lisa, die habe ich umgesetzt. Die ist umgesetzt, genau, sorry. Hab hier gerade einen Frosch im Hals. Was gibt's noch zu erzählen? Flexibel sein. Wir hatten zuerst das Couple-Shooting mit Erik und Lisa zusammen. Dann hatten wir kurz umgeschwenkt zu Ivi, hatten wir ein paar tolle Dessous-Aufnahmen gemacht. Und sind dann im Endeffekt wieder zurück zu Lisa, wo wir ebenfalls ein bisschen im Dessous-Bereich gearbeitet haben.
Ja, wir haben auch noch ein Tutorial aufgenommen. Genau, wir haben dann zu später Stunde haben wir noch ein Tutorial aufgenommen. Das seht ihr dann gleich im Anschluss. Genau, wird hier drunter verlinkt. Wird, genau, drunter verlinkt. Und ja, also ich muss sagen, es war ja dein erstes Tutorial, was wir aufgenommen haben. Wie war die Erfahrung für dich da? Boah, spannend. Bis wir da erstmal im Flow waren, also irgendwie so eine Linie gefunden hatten, es war schon heftig, aber ich glaube, das Tutorial ist ganz gut geworden. Ja. Ja. Ich meine, ihr könnt ja mal dann, wenn ihr das Tutorial schaut, mal hier einfach in die Comments, wie ihr das fandet, was man da vielleicht verbessern kann. Ja, wir wissen halt, wie die Kamera fällt. Also, na jetzt. Dann schaut mal hier, hier sind, ey, so, und hier kann man auch noch drehen und solche Sachen und hier auch noch, ja. Und was das ist, kein Plan. Also. Drei, zwei, eins und flash dann einfach da rein. Voll den Flash mitten im Boden. Ja. Wir haben ein Basislichtsetup. Klassisches Lichtsetup gewesen für Porträts. Was wir auch im generellen Hotelroom verwendet haben. Genau, was ich gerne einsetze bei Porträtaufnahmen. Ja, und dann haben wir 2 Stunden geschlafen. Ja. Und sind dann wieder quer durch die Stadt gegangen. Sind mal einmal quer durch Wien nach Hause geschlafen, obwohl schlafen kann man es nicht nennen. Sind wieder zurück und wollten dann am Sonntag gleich mit den ersten Sonnenstrahlen anfangen, was leider nicht ganz so geklappt hat, weil das Wetter nicht auf unserer Seite war. Aber haben trotzdem gute Bilder gemacht. Oh ja. Genau. Mit der Lisa hatten wir in der Früh noch das Vergnügen, dass wir eben halt ein paar Dessous-Geschichten am Gang auch unter anderem umgesetzt haben. Dann kam die Alexa und die Lena und mit der haben wir ebenfalls eigentlich total tolle, sinnliche Bilder umgesetzt. Als Make-up-Artistin hatten wir die Rina, also auch das Make-up war tadellos und perfekt. Na, Rina, ey. Du hast sowieso schon öfter mit ihr gearbeitet, bei uns war es das erste Mal. Mhm. War alles in allem ein wirklich erfolgreiches Wochenende. Ja. Ich war danach so kaputt. Ich glaube, das ging ganz... Ich war auch total fertig, als wir da raus sind. Ich hatte auch kaum Lust, das ganze Zeug hier auszupacken. Ich glaube, das habe ich erst ein paar Tage später gemacht. aber was ich gerade noch sagen wollte, wir haben sogar dann noch abends auf dem Flur mit Dauerlicht geshootet. Ja. Und das war ja dein erstes Mal prinzipiell mit Dauerlicht jetzt in der Kombination. Ja. War eigentlich echt eine ganz interessante Erfahrung. Aber da auch nochmal als Tipp, wenn ihr fotografiert mit Dauerlicht, unbedingt in RAW fotografieren. Ja. Das Licht, das ist so, also da weißt du wirklich überhaupt nie, was da rauskommt. Ja. Das kannst du auch in der Kamera nicht einstellen. Nein, weil das schaut teilweise auf der Kamera dann anders aus wie... Ja, ja, genau. Den Weißabgleich da zu machen bei den Bildern ist... War schon kompliziert. Ja, genau. So, ja, ansonsten mir fällt nichts mehr ein. Gehen wir rüber in die Bildbearbeitung. Gehen wir rüber in die Bildbearbeitung. Dann machen wir das. Bis gleich. Passt. Bis gleich.